Willkommen zurück bei Ni no Kuni 2. Wir haben einen weiteren Auftrag an Land gezogen. Ein Monster plündert. Okay. Von mir aus. Wir schauen mal, dass wir das Monster daran hindern zu plündern. Diesmal müssen wir hier hinten lang. Nein, ich glaube da... Ernsthaft? Du traust dich uns anzugreifen, ja? Dein Ernst? Iko! Ja, ja! Alles gut, alles gut. Ist da hinten doch schon, oder? Oh, da steht ja noch eine Truhe. Nee, das ist nicht. Das ist nur. Moment, um da hochzukommen, muss ich. Die muss eh erstmal hier lang. Okay, bevor es uns in den Rücken fliegt. Iko! Der schon noch mal heilen. Da komme ich so nicht drüber. Wir müssen erstmal hier lang. Hier steht eine Chimäre. Eine Chimäre. Hallo. Hallo Chimäre. Oh. Platsch. Aua. Keine Chance, würde ich mal behaupten. Okay, der lässt uns in Frieden. Ah. Genau reingelaufen. Oh. Aua! Na, du greifst uns. Okay, greifst uns auch nicht mehr an. Warte mal, wir müssen. Karte bitte. Die Karte bitte. Da hinten sollen wir hin. Warte mal, reise ich nach Minneapolis? Ach, wir können da sogar hinreisen. Jo, haha. Da laufe ich doch nicht alles hin. So. Da steht noch eine Truhe. Die habe ich mir noch nicht geholt. Schaut mal, was da auf einmal aufgetaucht ist. Da noch eins. Die Truhe habe ich nicht geholt. Oh, ist ein Ring drin.
Ein Ring der Nähe, okay. Ach komm, Even, schwimm einfach hier runter. Ah, Manno. So. Wenn er so direkt auf uns zukommt, bitteschön, mir soll's recht sein. Iko! Ihr habt doch eh keine Chance mehr. Level gestiegen. Können wahrscheinlich auch bald im Kampf Equalizer wieder was machen. Da ist die Höhle. Da oben auf dem Berg ist eine Truhe. Die wird nicht bewacht? Hm. Verdächtig. Da ist noch eine Truhe. Die können wir wahrscheinlich wieder nicht aufmachen. Ja. Ist verschlossen. Vielleicht muss ich dafür diese Dinger da umbringen. Ein Wundertalisman. Ich glaube, das versuchen wir mal, wenn wir das mit in der Höhle gemacht haben, ob diese Dinger, diese großen Dinger, die jetzt rumlaufen, ob die Schlüssel für die Truhen haben. Aber erstmal gehen wir in die Höhle rein. Da oben steht auch noch eine Truhe. Ach du Scheiße. Moment. Ich speichere mal vorsichtshalber. So, sicher ist sicher. Ein Monster mit einer seltsamen Aura schleicht umher. Drei, oh, noch stärker, Alter. Weicht das einfach aus! Aua! Ich nehme mal direkt 2. Shanti ist tot. Au. Hallo? Evan. Ey! Das Vieh kommt durch unsere Spezialangriffe durch! Gut, dass ich voll gespeichert habe. Okay. Spezialangriffe bringen bei dem nicht viel. Das kommt nicht so da durch. Wie das direkt auf mich losgeht! Ach, natürlich! Junge, übertreib doch nicht! Ja, sicher! Ey!
Alter! Boah! Ist so scheiße! Boah! Sowas ist doch Mist! Kommt ja, der geht einfach durch unsere Spezialangriffe durch. Der rennt einfach durch die durch und wir können uns in der Zeit halt nicht bewegen. Glück gehabt. Schauen Sie schon tot, natürlich. Alter, als ob der. Genau das meine ich, genau das meinte ich. Okay, da sind welche. Nein! Ach, weich doch, wo bist du? Ja. Wow. Okay, ich darf Spezialangriffe nur machen, wenn er auf dem Boden liegt, weil in der Zeit, wo wir das versuchen, weil in der Zeit, die brauchen die auszuführen, kriegen die zu viel Schaden. Das funktioniert nicht. Ich muss erstmal wieder wegrennen, weil der direkt auf uns. Oder halt, wenn er gerade einen Angriff gemacht hat. Das ist so fies! Das ist so fies! Was bringt das denn eigentlich? Bringt Gerät Magie und bewirkt. Beruhigend. Magie.
Du kriegst eins davon und du kriegst auch eins davon. Diesmal kriegen wir ihn. Ja! Mann! Stirb! Wow. Engelstränen. Schutztalisman. Das Vieh hatte sich ja... Das Vieh hatte sich ja den Unhauch eingefangen. Ein Glück, dass Laika hier nicht mit Kindern und Opas angetanzt ist. Jetzt kann Laika beruhigt sein. Sie muss nur noch verstehen, dass ich nicht birkenstolz bin. Wieso? Krieger Birkenstolz klingt doch schick. Ich hätte lieber, dass die Leute mich als König von Minapolis kennen. Ach, Klappern gehört zum Handwerk, ne? Alter. Oh, hier gibt's einen neuen Knuff. Ertönt eine Stimme. Heute bitte ich, morgen schick dich übermorgen ein Geschenk, ich erwart. Bring mir dies, na du weißt schon, eine Wolle mit einer hübschen metallischen Farbe. Metall, Kupfer. Genau, du hast erraten. Boy, ein Feuergnuff. Wie geil. Ist ein Gnuff hier erschienen. Belzgnuff, die Glut hat sich deinen Gnuffis angeschlossen. Ja, geil. Gibt keinen Mucks von sich. Mehr scheint es ja auch nicht zu geben. Was sagt die? Ich wollte noch einen von diesen Viechern. Huch, was ist denn jetzt? Sind wir schon mal draußen? Ja, okay. Ich wollte noch einen von diesen großen Viechern legen, um zu gucken, ob da. Ob die einen Schlüssel für so eine Tour geben. Also geht man mal schnell da hinten rüber, da war ja einer. Da hinten um die Ecke guckt da. Wir machen den Part heute ein bisschen länger, weil ich möchte die Quest heute noch abschließen. Jetzt nur nicht sterben. Guck. Ach du Scheiße, Level 27. Aua!
Chill ist aus. Das sah jetzt nicht danach aus. Dann gehen wir noch mal kurz da hoch, aber ich glaube, wir haben keinen Schlüssel bekommen. Nö, verschlossen. Okay. Ach so, ich war direkt davor. Naja. Egal. Nein, hier war es nicht. Nee. Wir haben das Monster besiegt, von dem du erzählt hast. Ich habe nicht anderes erwartet, verehrter Birkenstolz. Hör mal, Laika, ich bin nicht Birkenstolz. Das ist Birkenstolz. Schäfer, der Schäferhund. Bitte verzeih, dass ich störe. Ich habe gehört, ein Mädchen sucht nach mir. Bist du das? Wer bist du denn? Bist du vielleicht der echte Birkenstolz? Nun, es scheint Leute zu geben, die mich so nennen. Ich bin Schäfer, ein General der Armee deines Landes. Ich habe versucht, es dir zu erklären. Ich bin nicht Birkenstolz. Ist das? Hände, Haare, spitze Ohren. Alt ist der berühmte, barmherzige Birkenstolz, der des Landes durchstreift und mit seinen Kampfkünsten den Bewohnern beisteht? Solche Dinge erzählt man sich also über mich. Ich tue nur meine Pflicht. Mir scheint, ist man mir diesmal allerdings zuvorgekommen. König Even, im Namen der Armee von Goldorado danke ich dir. Tapfermeid, verzeih, dass ich dir nicht rechtzeitig zur Seite stehen konnte. Ich habe eine Einheit in deine Heimat geschickt, die euch beim Wiederaufbau helfen wird. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die Not des Volks zu lindern. Apropos, man erwartet mich am Ort des Geschehens. Leb wohl. Sieh an. Schäfer ist das, okay. Vielen Dank. Wie konnte mir das nur passieren? Ich hatte wohl den Kopf verloren. Es tut mir leid, dass du dein Leben riskieren musstest. Aber sag mal, bist du wirklich der König Even, der König von Minapolis? So soll das klingen. Ja, der bin ich. Danke, dass du mir geholfen hast, obwohl ich dich verwechselt habe. Wenn ich in dein Königreich umsiedle, krieg ich vielleicht mal die Gelegenheit, mich zu revanchieren. Ja, das geht. Du bist natürlich herzlich willkommen, Laika. Ich freue mich. Ah, okay, aber mit. Schön. Yes. Schön viele Aufträge hier machen, damit unser Königreich wächst. Verstehe schon. Okay. Dann würde ich sagen, das war's aber für heute. Konnte ich hier speichern? Ja, gut. Aber, warte mal, hier gab es nur noch eins. Wo ist das? Da. Wo bin ich? Da. Dann werden wir das beim nächsten Mal machen. Welche ist es? Die, ne? Ja.
Das machen wir am nächsten Mal. Wir stellen uns jetzt einfach mal, wir stellen uns jetzt auf die Bank, weil sitzen kann Even nicht. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Für heute seid erstmal bis dahin und ciao.